Servus und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Direwolf mit Melanie und mir alleine. Jo! Unser Malte hat uns heute im Stich gelassen. Ja, ne, kann ja auch nichts dafür, nein, aber wir müssen uns jetzt... Er ist familiär verreist sozusagen. Richtig, genau. Naja, so ist es halt. Ja. Wir haben halt keine Familie, wir sind einsam und allein. Uns will keiner. Ja, müssen wir uns jetzt hier alleine durchschlagen. Hier sowas Garstiges. Genau. Deswegen haben wir uns jetzt für den Schnellstart entschieden, bevor uns hier was überrascht. Richtig. Denn wir wollen ein bisschen noch ein paar Sachen wieder farmen, die wir brauchen. Und wir ohne Malte eh nichts Großartiges anfangen wollen. Ja. So projekttechnisch, um es mal so ein bisschen aufgestellt zu sagen, ne? Kann man da ja das dann gut nutzen. Genau, ich wäre aber... Huch, ich trotzdem wispern. Ja, genau. Ich bin gerade verwespert. Huch, wo ist er denn? Da. Also... Komisch, ich hab drei Wisps. Aber ich kann die mittlere nie auswählen. Oh. Du hast ja einen Bogen, ne? Ja. Okay. Absolut. Ach, super Schuss. Das klappt ja. Los. Nö, sieht nicht nach Tränchen aus, aber dann... Oh, oder doch? Nee, mal was anderes. Och, diese scheiß Blumen. Ich hab nicht dran gedacht. Doch, das sind sie doch, die Tränchen. Ah. Na, wenn du jetzt auch Plünderungen drauf hattest oder nur nee, Stärke... Nee, das auf den Bogen halt nicht. Ja. Oh, hier sind Spinnen. Was aber ich hab trotzdem zwei Tränen gekriegt. Okay. Ist ja jetzt auch nicht wenig. Ja. Boah. So, ich wollte nämlich das Quarz. Ah, also ich mache auch ein bisschen Quarz ja, und wir gucken halt jetzt noch. Brauchen wir ja immer mal. Also Kobalt. Vor allem durch das Werkzeug man das ja doch auf jeden manchmal Fall. Manchmal im Übermaß, ne? Aber generell der Fokus auf Ardite und da haben wir schon. Genau. Ah, sehr gut. Kobalt Erz. Ah, da oben sehe ich auch was Gelbes. Es sieht ja doch gelb aus, das Magneterz. Nur wenn ich in dem Buch von Tinker Construct, da war das ein roter Barren. Aha, okay. Oh, hier sind sogar zwei. Übertreib mal die Sache nicht. da bist du. Ja. Ja, Quarz ist jetzt für mich insofern auch ein bisschen wichtig, weil ich ja gerade meinen neuen Bogen verzaubert habe. Mhm. Und jetzt aktuell schon einen Level wieder habe. Richtig, da kann man ja auch sehr gut Level farmen. Nee. Es ist halt nur, ja, wenn das alles immer unter der Decke klebt, ja, das ist so schwebt da so. Braucht es halt ein bisschen mit der Pickaxe. Oh mein Gott, da geht's aber runter. Aber naja, dann machen wir doch mal ein bisschen Erde. Ah, dann nehme ich doch hier mal das hier noch mit. Achso. Blub, 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 blub. Ah. Oh, da oben. Wo du gerade herkamst, ist auch noch gut. Oh, ich sehe das irgendwie nicht so mit dem Blau. Oh, solange es irgendeiner von uns sieht, ist doch gut. Ja. Ja, das ist jetzt die Frage, ob man das ganze Quarz irgendwie versucht, jetzt hier mit abzubauen. Nee, also da habe ich definitiv nicht meinen Fokus drauf, ne? Also, aber wenn es ja, mir das so kann ich ja dann machen, in die Füße fällt. Vielleicht auch noch ein in die Füße. Klostern. Ja, obwohl, ich glaube, da haben wir sehr, sehr viel eigentlich. Naja, stimmt. Zur Not können wir sie eh immer hier holen. Hier ist so einer, hier ist so einer. So ein, du siehst nur schwarze Rauchdinger hier? Ja, das ist diese, das hatte ich schon. Ach so? Ja. Okay, das ist dieses komische Ding, was du vorhin gefunden hattest. Das Phantom, meinte ich. Ja, ja. Und das ist das, was ich dann in die Truhe gelegt hatte, die Hinterlassenschaften davon.
Ach so. Diese schwarze Seele oder wie das da hieß, keine Ahnung. Ach, die das lassen war das fallen. Ah, mhm. Alles klar. Ja. So, dabei habe ich mir, glaube ich, aber trotzdem gemopst. Oh. So, dann schauen wir mal weiter. Ja, also ich wusste, wie gesagt, nicht, was das ist und hatte es auch nicht gleich gesehen. Oh. Und, Wo ist? Ist? Hm? Jetzt von selbst verbrannt oder was? Weißt du, so Schmetterlingsding da. Ach so. Ja, das würde ich auch, wenn mal wieder so eine Fledermaus ankommt, so eine brennende mit den eigenen Mitteln schlagen. Man kann ja auf den Zauberstab auch diesen Fokus... Ja, okay, ich habe die, glaube ich, kein einziges Mal getroffen mit meinem Schwert. Die ist, glaube ich, in eine Blume oder so geflogen. Ach so, naja. Weil die ist wenn einfach sie verbrannt. Hm. Ist das? Ja, das ist Arbeit. Ja, dann mache ich hier so ein bisschen die Quarzerei. Ich bin doch der Raucher von uns beiden. Ich will auch mal quarzen. Ah, hier habe ich jetzt auch Ardite. Oh! Oh, sag mal, blöder Schleim. Oh, den hatte ich noch gar nicht. Mal ein bisschen genauer hingucken. Bin. Busch. Oh. Hier höre ich Lava blubbern und ich grabe mich jetzt hier einfach so runter. Ich hoffe, das ist gut. Das hoffe ich für dich auch, ja. Aber jetzt ist alles, ne? Schnell wieder hoch. Wo bist du jetzt? Och, mit der Nase immer ziemlich weit auf der weg, Spur, ja. Okay. Ja, ich habe das Gefühl, die hängen auch so ein bisschen immer unter der Decke, ne? Diese ja, genau, deswegen bin ich da hier immer am Umlunzeln. Boah, jetzt ist hier so ein bisschen das Biom. Oh, hier ist ein Chunk nicht geladen. Oh, jetzt habe ich gedacht, hier geht es tief runter. Auch nicht. Wow, da möchte ich nämlich nicht rüberfliegen. Tatsache. Ui, naja, aber das finde ich ja jetzt mal gut, dass wir es wenigstens beide gleich haben. Ja. Oh, da. Glaube ich wieder ein weißes Riesenfrüchtchen. Komm nur her, mein Früchtchen. Ah. Oh, das war nicht so gut. Da gehe ich doch lieber weg. Mhm. Grün heute? Gar nicht in Erinnerung. Wer ist grün? Du, als bist ich? Nee, lila. Ah ja, dann ist das eine andere. Wollte ich gerade sagen, dann war es eine andere. Weil ich hab dich ja eben erst gesehen, aber da konnte ich mich jetzt schon nicht mehr erinnern. So ist das halt. Ne? Ist doch gleich im gewissen Alter. Ja, ich muss immer in mein Ich wieder zurückfinden. Genau. Aber zum Glück machen ja die anderen noch andere Geräusche in ihrer eigenen Sprache und dadurch erkennt man ja dann, dass es eher ein Feind als ein Freund ist. Ja. Ach, na komm schon hier. Das dauert so ewig immer, bis der Block abgebaut ist über Kopf. Ja. Krieg ich einen steifen Nacken. Hast du da nicht schon einen Kuchen drin? Ja, eigentlich schon. Jetzt gucke ich doch mal eher nur, ob ich von diesem blauen... Ach, hier ist wieder was Gelbes. Na komm, jetzt muss ich mal hier rein. So. Ein Kessel. Es ist halt auch immer nur ein kleiner Block und... Ja. Ja, sagt. Nee, das ist doch nur... Oh, nix. Ah!
Das ist nicht so einfach hier, noch was zu finden. Die guten Sachen haben wir ja weg, ne? Ja gut, aber ich dachte, in die Richtung sind wir gar nicht. Das ist bei mir hier noch alles gar nicht aufgedeckt, wo wir jetzt lang fliegen. Das ist richtig. Aber ich sehe dich auch überhaupt nicht mehr auf der Karte. Ich weiß nicht, wo du bist. In einem unbekannten Land. Mich das jetzt erschrocken. Hier ist ein höllischer Bienenbusch. Nicht Bienenstock, kein Busch, aber der so ein kleiner. Nur der war innerhalb, also der ist von Quarz umgeben. Ah. Und plötzlich wurde es heller, weil die leuchten doch auch so. Ne? Ja. Ähnlich wie die Nodien leuchten diese richtig. Bienenstöcke. Hat mich jetzt voll erschrocken, das Teil. Hab erst 2-2. Was? Oh, das war jetzt bloß. 2 Adal, 2 Kobalt, aber jetzt habe ich hier den dritten Kobalt. Ich habe 4 Ardite. Na komm, geh her. Oh, hier macht was Wispiges rum. Unten. Huch. Haben wir Mikrokontakt gehabt? Ja, irgendwie so. Nee. Oh, da ist noch das mal sieht im ersten Moment sieht es immer aus wie dieses Ardit-Erz oder Ardite-Erz, ja, und dann entpuppt sich als Dings da, genau. Nee, als Quarz. Achso, okay, nee, bei mir. Da. Ich verwechsel es gerne mit den Dingern da, also diese, ach, ich weiß nicht, wie sie heißen. Nervig auf jeden Fall, dass die sich so ähnlich sind. Ja, das stimmt. Da habe ich das Gefühl, ich fliege hier langsam wieder zurück. Was ist denn da drin? Nee, das ist nur Gras. Tja, aber das Kobalt habe ich jetzt hier. Oh. Da ist noch eine Not hier. Oh, die ist ja leider... Nee, die ist irgendwo innen drin. Da will ich mich jetzt nicht reinbuddeln. Ja. Also so einen Notstand haben wir dann auch nicht, ne? Nee, das eigentlich nicht. Ist ja jetzt auch nicht so, dass man hier unentwegt irgendwie seinen Zauberstab zücken müsste. Ja, ich sowieso nicht, weil ich sie nicht dabei habe. Na Mensch. Ein Haufen Wolken sind hier. Na komm her, du Spinne. Huch! Oh! Ui! Ja, da ist auch eine Note. Auf der Lava. Das hatten wir schon mal. Ja, das würde ich wahrscheinlich dann doch eher nicht machen. Da ist noch eins. Dann fliegt man doch mal hier so gekonnt runter. Und hier habe ich doch eben auch gesehen. Auch wieder nur eins. Plagebärenbusch. Ich hab mich getraut. Du hast dich gescannt. Getraut? Wen? Ach, die Wisp? Nein, die Not. Ach so. Trotz der Tatsache, dass sie auf der Lava war. Okay. Ich bin mal gespannt oder frage mich eigentlich, was man mit diesen ganzen Bären machen kann, die hier so... Ja, ich habe jetzt auch mal ein paar Büsche eingesammelt hier, weil ich das auch gerne mal wissen möchte. Ja, muss man mal austesten, was die bewirken. Das finde ich ganz nett. Kobalt ist in der Überzahl. Ach so, ich habe noch kein einziges Kobalt getroffen. Oder ich sehe es irgendwie immer nicht, weil es ist jetzt auch ist ein bisschen dunkel hier in der Hölle. Ja, ich habe gerade jetzt eins gefunden, siehst du? Ich sehe halt eher die gelben. Und jetzt Kobalt.
Ah, was? Jetzt zwei habe ich mit einmal wow. Kobalt gefunden. Ich war so in einer Blickrichtung, eins oben im Fels und eins unten noch. Upp. Oh, Zwillingsteilung unter mir. Also man sieht sie schon. Ja, natürlich. Wenn sie da sind. Also waren sie jetzt bisher wirklich noch nicht da. Oh. Ah, dort ist noch mal was. Na komm, Höllenhund. Oh, da ist noch zwei. Mal. Mach ich das mal so. Huch. Jetzt. Huch. Oh, und fall gleich zum nächsten. Na, jetzt läuft's doch hier. Das ja, ist doch gut. Ich muss hier nur ein bisschen auf die Hunde aufpassen, die hier so. Vielleicht war das wirklich vorher so gewesen, dass wir in dem Bereich waren, wo wir schon mal abgeerntet haben und deswegen nichts gefunden hatten. Das ist gut möglich, auf jeden Fall. Obwohl es bei mir auf der Karte eben noch nicht freigelegt war. Deswegen dachte ich, wir wären in die Richtung gar nicht geflogen. Zumindest ja, okay, aber es kann ja sein, dass ich da schon war, ne? Richtig, ja. Genauso wie es sein kann, dass Malte hier schon war, wo ich jetzt bin. Oder du, keine Ahnung. Ich habe jetzt schon 10 von dem Ardite-Erz und 2 Kobalt. 10 Kobalt und 4 Ardite. Nee, Quatsch, das ist doch 4 Ardite, ja. Oh, da komm. Oh, das wird direkt noch eins. Immer wichtig, einen guten Parkplatz unten drunter zu haben. Mhm. Ausprobieren hier. Hui! Ach so, das ist aber diese Erde. Wow. Ja. Jetzt ist er weg. Hui! Aber das zieht ganz schön. Oh, Magmaschleim. Oh, das habe ich natürlich nicht mehr so viel. Ah, das ist bestimmt auch gut. Der gibt doch Magmaschleim. Ja, genau, deswegen haue ich den jetzt auch. Huch. Ich habe gerade einen neuen Hut gekriegt. Oh, und im Magmaschleim. Also, hatte der einen Hut auf? Je, der große nicht, aber der eine kleine, den er sich geteilt hat. Auch nicht schlecht. 3 Magmascream habe ich. Mhm. Ja, bei der Lava. Weiter. Och, schon wieder. Ich muss die Spider erst töten. Ja. Also jedes Mal, wenn unten so eine Quarzfläche ist, ist dann eingebettet so ein höllischer Bienenstock. Ja. Ich auf jeden Fall auch schon des Öfteren. Aber da braucht man ja irgendwie so ein bestimmtes Netz oder so, um die einzufangen. Ne? Sonst kann man die jetzt nicht damit machen. Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich wirklich überhaupt ein nicht. Ein Kescher. Genau, wenn man drauf hält, wird angezeigt, man braucht einen Kescher. Aha. In mir. Ah, hier ist wieder Kobalt und Adit. Also jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Kobolde. Nitro Creep. Schade. Schade, schade. Jo. Hier ist eine Festung. Oh, das finde ich gut. Und da sind auch gleich Lohen. Oh, und der eine hat einen coolen Hut auf. Boah. Jetzt schießen sie im Doppelpack hier. Aber du, wir können jetzt auch gleich die Folge beenden, weil wir sind schon bei 19 Minuten. Boah, den Hut habe ich aber wenigstens. Wir müssen unsere Zuschauer ja nicht noch mehr langweilen als nötig. Dann war das im Prinzip hier der krönende Abschluss mit den Lohen nochmal so ein bisschen ausgelot. Auf jeden Fall ein Nest. Ein Nest? Ja, mit guten Sachen, die das Leben schöner machen. Ah, wo ist denn okay. Jetzt das Kobalt hin? Na okay, dann nehme ich einfach mal die beiden. Wo waren denn die jetzt hier? Hallo? Oh, hier sind 2 Spawner. Also da brauchen wir uns um Lohnstäbe nicht zu sorgen. Das ist doch cool.
Oh, da ist noch. Geht das eigentlich auch? Was? Nee, ich habe jetzt gerade versucht, die... Oh, nee, das ist falsch. Frost. Das dürfte dir doch gar nicht behagen. Oh, jetzt bin ich. Ah, da oben. Aber die Rüstung, ich habe ja hier Feuerschutz jetzt überall drauf, in weißer Voraussicht. Können wir da jetzt auch nicht mehr so viel anhaben. Aber ich merke, mein... Naja. Deiner, ja. Oh, oh, oh. Ja, Hilfe. Also bevor du jetzt stirbst, machen wir doch lieber schnell Schulzi. Genau, also... Ja, es bleibt spannend. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.